Das Ding ist, können wir jetzt eigentlich schon irgendwo eine Schubkarre bauen? Weil das würde mir jetzt die Arbeit wesentlich erleichtern. Ja, Schubkarre. Dafür brauchen wir Heavenlock, Boom. Wood Guck mal, das Ortec Lager direkt und hinten ran gesetzt. Perfekt. wir brauchen ein Holzrad. Oh, weißt du, was mich jetzt schon stört gerade? Na? Ja, ich muss kurz selbst überlegen. Ich werde jetzt wahrscheinlich Okay. umlagern, optisch gesehen. Wir brauchen einen Wagenmachertisch. Komm, wir lagern mal eben Kommt kurz mit. um. Das geht ja fix. Einen Wagenmachertisch. Wo macht man denn den wieder, Was ist Alter? das? Heaven Door. Okay, habe ich auch noch so ein einfach so. Ah, guck mal, Door ist doch gut. Das ist für eine Holztür, ne? Ja. Die Holztür packen wir hier unten rein zum Holz. Modules, Basic Engineering, Basic Okay. Upgrade. Das ist schon mal gut. Ah. Sag mal, du hast doch den Zimmermannstisch unten, richtig? Den hast du oben, aber auch in deinem Lager. Ja, Aber aber ja, habe ich. aktuell glaube ich nicht nutzbar, weil kein Raum. Wir bräuchten einen Wagenmachertisch für ein Holzrad. Okay. Weil dann könnten wir nämlich eine Schubkarre basteln und damit mit einer Fuhre mehr Erde bewegen oder Steine oder whatever. Okay. Würde uns, glaube ich, die Arbeit sehr erleichtern. Das kann sein. Sorry, ich muss gerade mal. Alles gut. Stimmt, kann Ich ich ja selber mach machen. gerade, ich mach gerade getrennte Lager zwischen sozusagen vegetarischem Lager und Wow. Schweinelager. Ja? Nur, dass du es siehst. Ja, alles gut. Also ich habe jetzt ein Fleischlager gemacht, wo dann auch Fell und so drin liegt. Also irgendwie alles, was tierisch ist, ist in dem einen Lager. Das nenne ich Aber du mal. hast. Ach Was? so, du hast den. Ich sehe gerade, du hast den Zimmermann-Tisch trotzdem noch nicht aufgebaut, ne? Du hast den auch bloß unten rumliegen. Okay. Das kann sein. Dann mache ich den mal oben, Hä? okay. Den habe ich dir da hochgegeben. Der liegt in deinem Lager. Bist du dumm? Ja, das ist der da oben. Ich dachte, du hättest schon einen aufgebaut. Nein, Darum ging es mir. den hatte ich aufgebaut und Ah. den habe ich dir da reingelegt, weil ich ihn ja nicht brauchte. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, sorry, das ist schon. Ist schon her. Mein Gott, Alter, kannst du nichts im Kopf behalten. Nee, gar nicht. So. Warte mal eben. Hopp. So, wie konnte ich denn. Ach so, konnte ich das umbenennen. So, nicht Kleenex Lager, sondern. So kann ich den jetzt. Ja, das dachte ich mir nämlich schon Tiere. fast. Tiere Lager. Raumanforderungen. Das heißt, ich muss erstmal ausbauen. Yippie, Schweinebacke. So. Und das hier nenne ich nicht Essenslager, sondern ich nenne es tatsächlich vegetarisches Essenlager. Wow. Ja, da sind halt nur pflanzliche Sachen drin, deswegen passt es gar nicht Ja. mit dem, so blöd wie es klingt, aber genau das ist es im Vom Endeffekt. Prinzip her passt es dann sehr gut, ja, das ist richtig. So, okay. Die Frage ist jetzt, Dann habe ich noch das Lager hier. baue ich jetzt weiter nach hinten aus? Wäre eigentlich ein Plan, ne? Müsste ich aber das Bäumchen hier wegmachen. Egal. Dann ist das so. So. Da kommen jetzt die zwei Fischchen nochmal rein. Dann habe ich noch eine. Was ist das nochmal? Eine Grundstücksurkunde. Stimmt, ich habe mein Grundstück voll verkleinert, glaube ich, ne? Da war was. Ja, nicht nur das, du hast ja auch Fertigkeiten gelernt und dadurch kriegst du auch die Sachen, also Grundstücksurkunde. wie, Ah, ja. okay. Oh. Das war daneben gezielt. Lager. Ansonsten, warte mal, ich guck mal, ob ich eben mal ein paar zurückziehen kann. Ein paar Grundstücksgrenzen. Weil ich will sie ja eigentlich gar nicht haben. Ja, eigentlich ist Anzählen. es, da wenn.
Da wir nur zu zweit sind. Es ist unvorteilhaft für uns. Richtig. Weil wir diese uns ja selber nicht reglementieren müssen. Danke. Genau. So, wir heißen. So, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich jetzt gerade alle Plots, die ich habe, unclaimed. Okay, das ist gut, dann mache ich das wahrscheinlich dann nochmal. So, das heißt, du hast jetzt auf alles hier Zugriff. I am frei. Kannst du hier bauen und alles. Endlich klauen! So. Dann habe ich hier jetzt. Bruder, was ist los da? Welche Krasse, okay. jetzt können wir dich endlich pranken. Okay, ich habe das Stein. Ich habe jetzt ein einzelnes Steinlager, ich habe ein reines Holzlager und zwei Essenslager. Das ist einfach irgendwie gefühlt viel zu viel Langeweile. Warum? Keine Ahnung. Ich bin da nicht so sortiert. Ich schmeiß das alles irgendwie rein. Ja, und das ist das, was mich so stört. Deswegen, so kann ich halt sagen, die Lagerfeuer sollen nur auf die Essenslager zugreifen und greifen nicht unbedingt das Holzlager zu, weißt du? Das ist richtig. Und dann kommen auch die Sachen von da nur da rein. Das Problem ist, dass ich hier oben, glaube ich, ziemlich, wobei, ne, du bist unten eigentlich auch relativ platzreglementiert. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, dass wir kommen eben aus dem winzigen Lager raus, ins Tierlager. Jetzt kann ich sagen, beim Metzgertisch, der muss nur aufs Tierlager zugreifen. Das ist korrekt. Und damit kommt alles ins richtige Lager. Das ist vollkommen richtig. Weil der wird niemals was anderes brauchen als vom Lagertisch. Jo. So, das soll er mal herstellen. Warte, wie war das mit Alt und Work, ne? Boah, geil, das hat echt funktioniert. Instant alles voll. Da hattest du ja einen Tipp in den Kommentaren gehabt, ne? Mega gut. Okay. Das ist sehr gut, ja. Warte mal, war hier nicht schon wieder unser Endgegner, der hier irgendwo rumgedüst ist? Ach, da hinten geht er gerade auf. Ich mach mal aus allem etwas, ne? Hey, du machst aus allem etwas. Also ich verarbeite jetzt einfach mal alles, was wir an tierischen Sachen haben, oder? Zu Fleisch und sowas. Ja, klar. Fleisch, Fell und alles sowas. Ja. Wenn nicht, gehen wir halt nochmal jagen, wenn wir noch was brauchen. So, jetzt habe ich natürlich gerade unser Bäumchen weggegraben, egal. Übrigens, kleines Status-Update, 9 Tage, 18 Stunden, 47 Minuten. So. Okay, es kommt darauf an, wenn wir Kleidung machen wollen, welches, was wir machen wollen. Weil es gibt hier, also ich weiß nicht, was, wie gut ist, ne? Aber hier ich weiß auch gar nicht, ob Kleidung einfach nur, weil wir haben ja schon mitgekriegt, wir haben ja effektiv kein Leben oder so. Ich glaube, Kleidung ist wirklich nur kosmetischer Natur. Ja, stimme ich dir zu. Auch der Rucksack? Ja, nein, der nicht. Genau, ist ein Bärenrucksack oder ein Arbeiterrucksack besser? Just try it. Ich weiß ja nicht, deswegen, ich weiß nicht. Hier steht halt, ich könnte jetzt das machen, das bringt allerdings weniger an Leder. Oder ich nehme das hier, das bringt mehr an Leder. Aber das eine ist halt auch für deutlich weniger Rezept zu gebrauchen. Also das wirklich nur für Pelzdünger, für eine Hose, Bärenrucksack. Ah, da steht irgendwas bei. Requires 60 Calories of Schneidern 4. Oh Gott. Integrieren 10 Zellulosefaser, 15 Stoff und 12,5 Fellpelz. Ach du Scheiße, was bringt uns das? Gar nichts, oder? Das ist eine gute Frage. Und der hier, Arbeiterrucksack, Herstellungszeit. Okay. Oh, ich bin too hungry to work. Brauch nur Schneidern 3. Ach komm, wir machen das Ding jetzt einfach. Was ist das hier? Hier requires 6 Labor. Und hier brauche ich 60. Essen, ich kipp gleich um. Labor.
You have this specialty. Was ist das? Ach, ah, die Chair. Ich glaube, ich war beim letzten Mal doch gar nicht so lost, weil ich habe schon Metzgerhandwerk 2. Ja. Weil ich jetzt halt beide Metzgerhandwerke erlernt habe. Heißt, wenn ich jetzt das nächste Metzgerhandwerkbuch nehme, habe ich wahrscheinlich schon Metzgerhandwerk 3. Ja, das kann sein. Oder aber, ich weiß es nicht, ob sich das nach den Taten richtet, also wie viel du schon da drin gearbeitet hast, oder aber... Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Metzgerhandwerk 2 war schon freigeschaltet. Okay. Dann wird es dann das sein. Ich schnapp mir mal ein, zwei Shared Beans, ne? Ja. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch Fett und Vitamine vor allem. Vitamine. Müsste mal ich ein paar Bärchen ins Asthma reinzwiebeln. Okay, das ist jetzt im Lagerplatz alles auch richtig gelandet, oder? Ja, alles drin gelandet. Nice. Okay, das ist gut. So, und hier steht jetzt drin, was ich brauche, oder wie? Und wo steht das? Oder muss das alles ausgeglichen ungefähr sein? Das muss, im Bestfall hast du 4x90 Grad Winkel. Also 4 gleiche Teile. Das ist das Optimum. Oh. Mhm. Und je nachdem, was du brauchst, musst du halt an Farbe mehr essen. Ja, Vitamine. Deswegen, ja, Vitamine und Fett meistens. Nee, Fett ist bei mir sogar in Ordnung, glaube ich, oder? Das Gelbe? Ja, das geht. Also, Vitamine sind mehr im Arsch. Okay, ja, da kann ich dir... Warte mal, was habe ich gerade gegessen? Rüben. Rüben haben viele Vitamine. Papaya und danach richten haben auch viele Vitamine. Wo sind denn die Rüben? Bei dir im Lager. Ach, die Rübe. Na, da Papaya ist aber mehr. Okay. Papaya ist am 5. Nur Papaya haben wir nicht so den Zugang dazu. Rüben wachsen hier überall. Die kann ich dann nur klein anbauen. Okay. Also nur so halt noch. Just saying. Oder wie war das? Ja, ja. Ach. Okay, so. Okay, das erste Mal, dass ich verstanden habe, wie das funktioniert mit dem Essen. Okay, cool. Jetzt muss ich ihm endlich nicht mehr in den Folgen erklären, was er essen soll. Und er reilt halt überhaupt nicht, was ich meine. Nein, weil diese Anzeige mit unten ist. Ich könnte schwören, ja, nach ja. dem Schnitt ist sie plötzlich da. Die war vorher nicht da. Oh, ich habe eine neue Spezifikation, die ich machen kann. Oh, nice. Nee, das kann durchaus sein. Ich vermute mal, dass du wahrscheinlich unabsichtlich dieses Tutorial weggeklickt hast. Und deswegen, ja, war die dann halt nicht da. Und du schreist mich letztens noch an. Ja, berechtigt. Ja. Arsch. Das nächste Mal beiß ich dir in den Arsch. Schneidern ist unerforscht. Ein Spieler kann es in einem Forschungstisch erforschen, um es freizustellen. Die Frage ist, was brauchen wir? Du hast ja... Steht ja oder? Soll ich Schneider, Schmied oder Ingenieur machen? Das ist jetzt die gute Frage. Ich würde sagen, die Professionen, die tun sich ja an sich nicht aufeinander direkt auswirken. Nein. Man kann's halt dann. Deswegen würde ich sagen, feel free. Was hältst du von Schmied? Dann könnten wir uns neuere Äxte und sowas machen, die wahrscheinlich besser funktionieren, länger halten. Das ist prinzipiell gut. Macht auch Sinn, dann kannst du mir wahrscheinlich, obwohl das eigentlich nicht darunter fällt, auch mal einen Wagengrad machen. Zwecks Metallband. Aber da geht einiges. Ja, komm, dann mache ich das. Dann gucke ich mal, was ich für den Schmied an Forschungssachen brauche. Ja.
brauchen wir. Warte mal. Ich überlege gerade. Ja. Wolf Exit stopped working. Fertigkeitsgut backen, kochen, Landwirt, Metzger, Handwerk, schmelzen, schneidern, schmelzen, das müsste das sein. Theoretisch? Ich meine, es war schmelzen. Für schmelzen brauchen wir... Ach du Scheiße. Das heißt aber, wenn wir das jetzt angehen, heißt das auch im Umkehrschluss, dass wir in baldiger Bälde in den Untergrund auch müssen, ne? Mhm. Weil ohne Erze ist halt auch, bringt halt der beste Schmied nichts, ne? Ja, aber wäre doch geil. Doch gut. Ja. Ich sag's nur. Also, wir brauchen hier Advanced Masonry Skill Book Rezept. Dreimal. Wir brauchen Advanced Masonry Skill Book Rezept. Okay. Research Paper Basic Rezept. Then drop Research Paper Advanced. Georgli Research Paper Advanced. Und. Der Forscher Nox. Moin. Ach du Scheiße. Basic Research. Oh. Fuck. Okay. So. Ich würde dann übrigens bei Zeiten den Bagger beantragen. Ja, ich versuch's gerade noch. Was? Nicht genug Platz im Zielinventar? Das ist ziemlich flachsen. Was ist das denn? Das ist egal, aber davon brauche ich 15 Stück für einen. Was? Schaumspierensamen? Was? Sag mal, hat das Ding jetzt Zugriff auf den Lager? Ja, hat es. Lass doch mal Zugriff auf dein Lager zu, bitte. Danke. Oh, oder? Warte. Habe ich schon gemacht. Oder... Ah, okay. Ich überlege gerade, wie wir es machen wollen. Ich habe gerade eher ein viel größeres Problem. Ich habe in meinem Lager gerade... Ah, jetzt habe ich wieder Platz. Der läuft. Der Forschungstisch muss wahrscheinlich in einem Raum stehen, ne? Ja, das ist korrekt. Deswegen erweitere ich ja bei mir hinten auch gerade schon. Ah, okay. Die Frage war nämlich, weil wir unten ja bei mir schon so krass Lager anfangen und so weiter, ob wir das allgemein tatsächlich mal irgendwie in den nächsten Folgen angehen wollen, dass wir den kompletten Lagerplatz da unten aufbauen als Lagerschlag, als Lagerumschlagsplatz, weißt du? Und da unten dann auch alle Tische haben. Das heißt, wenn wir irgendwas brauchen, gehen wir da runter und da haben wir dann alles. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Problem wird dann wahrscheinlich nur werden... Platz. Vermute ich jetzt mal. Wir werden ja auch ausgraben, dadurch haben wir wieder rum, ne? Ich meine, man kann ja auch easy beispielsweise das Haus noch erweitern in diese Richtung. Das heißt, man baut bis hierhin zum Haus und weiter weg. Dadurch haben wir Stein, dadurch haben wir neue Sachen, die wir einfach auch woanders dann aufschütten können. Hier hinten, komm mal mit her. Mhm. Und das Gute wäre, wir haben dann quasi den direkten Zugang zu deinem Dach, dass man da eine Brücke rüberbauen kann. Ja. Und wir haben hier theoretisch halt die Möglichkeit, wenn du so willst, hier noch etliche Meter in diese Richtung zu gehen, weil das mit den Bäumen und alles tatsächlich perfekt passt, dass wir hier locker nochmal vier Lagerplätze hinten ranhängen können, ohne dass es ein Problem wird. Zum Aufschütten, ja. Ja. Das heißt, wir haben hier etlich viel Lagerplatzmöglichkeit und wie gesagt, das Haus kann man auch entspannt aufbauen. Mh. Ich würde auch sagen, dass man hier vielleicht diesen Weg nach da drüben dann auch noch aufschüttet. Weißt du, hier so diese zwei Felder breit? Ja, allgemein, also genau, das kann man ja auch noch weiter aufschütten, dass man sagt, man nimmt diesen Busch hier, weiß nicht, ob man den platzieren kann, umsetzen kann oder so, aber... Vermutlich nicht, dann wirst du dann Büsche halt abreißen. Weg. Mein Gott, das ist dann so. Aber du ich weißt, denke was ich mal, meine, das wird oder? Sich, ich denke mal, das wird sich eh darauf hinauslaufen, dass wir generell so dein Haus, mein Haus oben als Produktionsstätte haben. Und halt ringsrum dann die Lager mehr oder weniger.
Ja, deswegen hätte ich wahrscheinlich gesagt, genau, deswegen hätte ich wahrscheinlich gesagt, wir können hier unten ja schon mal aufbauen, so richtig produktionsmäßig, und oben bei dir können wir so richtig schön landwirtschaftsmäßig aufbauen. Das heißt, bei dir ist dein Haus das Landwirtschaftshaus, da bleibt auch der Landwirtschaftstisch drin. Da kommen dann so eins, zwei Lager nur hin, die rein für Säen und Ernten sind, und von der Ernte kann man es dann runterschaffen in das Lager, um da zu verarbeiten. Das ist Weißt du, was ich richtig. meine? Und du hast hier hinten bei dir so viel Möglichkeit, da anzubauen, gerade Rüben und sonst was. Also da hast du ja. Das ist richtig. Ja, da muss ich dann nämlich eh gucken, dass ich dann da hinten, wie gesagt, ganz krass wäre es natürlich, diesen Hügel da hinten abzutragen und dann zu begradigen. Aber das ist halt Mammutaufgabe, ne? Weil du hast halt hier nicht wie in Minecraft drei, vier Layer Erde, sondern nur ein. Boah, Danach ist ist ja halt ätzend. Stein. Reis, Ja. Reis, nee, ich überlege, ich habe gerade nach Also. Reis geschaut beispielsweise. Reis ist genau daneben. Also Reis ist genau da, wo Rüben nicht wachsen. Also wirklich Ja, ist exakt da. doch geil. Da wastest du Oder? ja nicht mal Land. Stimmt das Müsste ich jetzt gerade? gucken. Nee, Die stimmt gar Frage nicht. ist Da halt, oben könntest du beides anbauen. die Frage ist halt dann auch, da musst du dann halt gucken als Koch, was du dann vor allem auch brauchst. Als Genau, Haupt. da Als. müsste man halt mal drauf schauen, was es dann am Ende ist. Genau. Genau, Mais Und. könntest du ja auch bei den Rüben mit anbauen dann. Richtig. Dann Kürbis, würde also ich du aber könntest sagen. hier halt easy ein riesen Feld aufbauen und da kannst du sau viel anbringen. Also. Das ist richtig. Dann würde ich doch fast sagen, wäre es doch sinnvoll. Also meine Hütte hier, das Stück, das baue ich jetzt auf jeden Fall nochmal aus nach hinten. Ja. Weil das werde ich ja so oder so brauchen. Ja, sowieso. Das heißt, ich wäre auch, ja. Das war richtig gut. Ja, das war. Lass mich, ich bin verwirrt. Gut, weil Oh dann, Mann, wenn es für ey. dich okay ist, würde ich den Forschungstisch abbauen und mit nach unten nehmen. Ja, mach mal. Wobei, warte mal, wenn du jetzt den Forschungstisch abbaust, Dann. kann ich dann. Reicht es dann beim Zimmermannstisch? Warte mal. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, dann musst du den einmal abbauen. Ich kann den nicht abbauen, weil hier dein Ach Land so. ist. Du müsstest dein Eigentum hier Ja. mal entpropertieren. Dann könnte ich Ja, es machen. warte. Wo ist. Kleines Lager. Campingplatz. Ja. Da. Da, 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 da. So, unclaim. Nee. Hä? Doch, unclaim, so rum. Genau. Zack. So, jetzt müsstest du es abbauen können. Unclaim the spot with split. Oh. Perfekt. Jo. Hast du Ah! den Forschungstisch geklaut? Ich hab, also ich hab's so hinter mir gehört, so. Klonk! Tschüss! Und weg war er. Eieieiei. Der Kleptomaniemops. Was? Sieht gut aus. Sieht passend aus. Sieht nice aus. Einfach. Ja, perfekt. Ich kann alles anbauen. Super. Danke dir. Jo, So, und jetzt kein mich Fall. Zugriff geben auf jeden Lagerplatz. Weil beim Forschungstisch weiß jemand nicht, was er alles braucht. Vermutlich meistens alles. Ja, deswegen gebe ich mir auch Zugriff auf alles. So, Herstellung. So. Und guck mal, jetzt haben wir nämlich schon das, was ich mir fast erwartet hätte. Ah. Wir haben hier ganz viele Auswahlmöglichkeiten, die ich direkt machen kann, weil es passt. I'm fry. Das ist gut. Das Geologic kann ich zum Beispiel schon machen. Da habe ich 126 Steine, habe ich einfach. Okay, und das So. brauche ich nämlich aber auch dreimal, glaube ich, war das. Fürs Schmelzen brauche ich dieses Geologic-Ding. War das das da? Ja, das brauche ich dreimal. Okay, das heißt, wir können es dreimal machen. Weil ich die Musik gerade schon sowieso höre übrigens. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ne? Meine Musik, die ich drunter lege, geht tatsächlich über die Musik vom Game hinweg. Echt? Ja. Weil meine, Das die ich mean. hinterlege, lauter ist als die Ja. In-Game-Musik. Das ist ja mies. Naja. Aber es ist eine super Unfair. passende Musik, von daher mache ich mir Ja, keinen Stress drum. das ist richtig. So, einmal kurz so testen. Verdammt. Aber es wären zwei gewesen. Okay. Okay. Ja.
Herstellung. Okay, die stelle ich jetzt also her. Dann brauche ich... Das ist abgearbeitet. Ich brauche das Mitrally Research Paper Basic. Oh Mann, ich brauche wieder Holz. Das brauche ich. Da brauche ich Ortag. Okay, also ich muss jetzt mich irgendwo reinbuddeln, richtig? Musst du gucken, was in dem Tag drin steht, was da ist. Ja, ich brauche irgendein Ore. Eisen, Gold oder Kupfer, ist egal. Ui. Aber das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen unter, ne? Unter Tage bauen, oder? Lass mich mal gucken, warte mal, denn es gibt ja durch die Karte. Ja, da wollte ich auch gleich raufschauen. Oh, darauf freue ich mich tatsächlich. Das wird witzig. Ja. Und dann brauche ich.